Du hast sexuellen Missbrauch erlebt, Übergriffe und du schämst dich. Du schämst dich so sehr, dass du nicht darüber sprechen kannst oder willst. Das Ganze ist so furchtbar, so wenig in Worte zu fassen, dass du auch gar keine Worte findest. Und das Ganze führt dazu, dass du dich in deinem Schneckenhaus verkriechst. Nicht wirklich aus dir herauskommst, nicht wirklich am Leben teilnehmen kannst und darunter leidest. Schön, du Mutiger, dass du wieder da bist und dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich bin Wienke Ursula Schulenburg und habe selbst Missbrauch und Gewalt erlebt und kenne natürlich das Gefühl, mich unglaublich zu schämen. So sehr, dass, wie ich es eingangs gesagt habe, dass es dafür, für das, was man erlebt hat, keine Worte gibt. Man schämt sich so sehr, dass man am liebsten unsichtbar wäre, sich verkriechen möchte. Alleine die Dinge so auszusprechen, wie sie waren, scheint unmöglich. Es ist so unglaublich verstörend, so unglaublich peinlich, so beschämend. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man aus dieser Sackgasse der Scham ausbrechen? Das fragen sich viele Betroffene immer wieder und das habt auch ihr mich gefragt. Hier gerade jemand auf Instagram in einer sehr bewegenden, sehr aufwühlenden Nachricht. Da schreibt diese Person zum Beispiel: Ich habe noch nicht das gewisse Etwas gefunden, mir nicht mehr die Schuld zu geben und mich zu mögen, mir zu verzeihen. Ich kann noch nicht über alles reden mit meiner Therapeutin, weil ich mich so krass schäme. Vielleicht hast du einen Tipp oder wie war es bei dir? Wann konntest du darüber reden? Ihre Frage an mich. Das Thema Scham. Wie kann man damit umgehen? Ein erster Schritt ist der, das Ganze überhaupt erst einmal anzunehmen. Okay, ich schäme mich. Ich schäme mich so sehr, dass ich niemals darüber werde sprechen können, mögen dann vielleicht die Gefühle sein. Ich kann mich so nicht zeigen. Ich bin unwürdig, unwert. Fühle mich beschmutzt, benutzt und habe wirklich das Gefühl, weniger als ein Fußabtreter zu sein. Da stehe ich gerade, das nehme ich für mich an. Warum hilft das? Weil du dich hier mit deinem, ich sage immer, Ground Zero, deinem Nullpunkt identifizierst. Nicht um da zu bleiben, natürlich nicht, aber du gehst einmal durch dieses Tal des Todes hindurch, durch diesen Nullpunkt hindurch und sagst, okay, von hier fangen wir an. Hier Rock Bottom sagt man auf Englisch, ich bin ganz unten. Und wenn du ganz unten bist, hat etwas sehr Gutes, denn von hier aus geht es nach oben. In großen Schritten, vielleicht aber auch in kleinen Schritten. Das ist total egal. Hauptsache, es geht für dich weiter. Und von hier aus wird es früher oder später für dich nach oben gehen. Denn tiefer geht ja nicht mehr. Das sage ich mir, habe ich mir immer gesagt, wenn ich ganz unten war. Gesagt, okay, hier liegst du, kaputt, zerschlagen, voll gedreckt, voll gemüllt. Und von hier arbeite ich mich nach oben. Und dann bin ich vorgegangen in vielen kleinen Schritten. Und wenn es dir ergeht, wie dieser Person, die mir hier geschrieben hat, dann ist es doch toll, dass du schon einen Therapeuten, eine Therapeutin hast, dass es schon Menschen gibt, mit denen du über das, was dir widerfahren ist, was du erlebt hast, sprechen kannst. Vielleicht hast du so eine Person aber auch nicht gefunden, eine Person des Vertrauens. Und dann kreisen diese Themen immer noch in deinem Inneren. Vielleicht ist es hier für dich ein Schritt, das Ganze aufzuschreiben, in einem Online-Tagebuch verschlüsselt, das kann dann auch keiner finden, und dir so etwas Luft zu machen. Und dann vielleicht irgendwann den Mut zu finden, dich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen, dich auszutauschen.
dich einer oder mehrerer Personen gegenüber zu öffnen. Bei mir war es so, dass es mir anfangs auch sehr schwer fiel, über das zu sprechen, was ich erlebt habe. Die Angst, wird man mir glauben? Kann mein Gegenüber damit umgehen? Wird er mich verurteilen? Mir die Schuld geben an dem, was ich erlebt habe, das weiß man ja nicht. Gerade wenn man sich so verletzt fühlt, so wund fühlt, dann ist das unglaublich schwierig. Und mein Weg war der, mich Stück für Stück immer weiter zu öffnen. Und manche Dinge, manche Themen, glaub mir, das hat Jahre gedauert. Gerade diese schrecklichen Themen wie Frauenklo, das kannst du bei YouTube hier mal eingeben, da habe ich ein Video drüber gemacht. Da habe ich erst viele, viele Jahre danach gesprochen, dem eine Stimme gegeben. Und das Gleiche gilt für meine Bücher. Da habe ich mich auch in kleinen Schritten vorgetastet, erst einmal Tagebuch geschrieben, das Ganze protokolliert, dann sind daraus irgendwann Bücher entstanden, das Ganze wurde nochmal verarbeitet und dann lagen diese Bücher auch wieder jahrelang in der Schublade, bevor ich dann den Mut gefunden habe, sie eins nach dem anderen zu veröffentlichen, zum Teil unter Pseudonym, in ganz kleinen Schritten, verteilt über mittlerweile Jahrzehnte. Und ich möchte dir damit Mut machen. Bei mir hat das so lange gedauert. Das kann bei dir viel, viel schneller sein. Es kann aber auch sein, dass es bei dir noch länger dauert. Und das ist komplett okay so. Du gehst deinen Weg. Und natürlich guckt man immer so ein bisschen rechts und links, wie machen das andere. Aber tu dir einen Gefallen, setz dich nicht unter Druck. Ich habe irgendwann damit aufgehört und habe gesagt, ich gehe meinen Weg. Ich bin mit mir zusammen und bin für mich die mir am nahestehendste Person, bis dass der Tod uns scheidet oder darüber hinaus. Das gilt immer und zunächst einmal für uns selbst. Und ich bin mir doch selber treu. Und ich habe mir immer gesagt, und wenn ich eine Minute vor meinem Tod erst da ankomme, wo ich ankommen möchte, dann ist das okay. Aber ich bleibe mir treu. Ich und ich, ne, diese Gesamtheit, die wir alle sind, das ist ganz eng zusammen. Und ja, andere mögen schneller sein. Das ist ja okay, aber ich gehe in meinem Tempo und das ist das einzige Richtige für mich. Sprich mit dir, bau dich auf. Wenn du mehr Informationen zu diesem ganzen Thema Kontaktaufnahme zu dir selbst haben möchtest, dann schau gerne mal auf meiner Homepage vorbei. Da gibt es den Online-Kurs Selbstbefreiung nach Trauma. Das ist ein Videokurs. Da geht es um dieses Thema, wie kann ich mich selbst nach Trauma aufbauen, tiefer gehen und mich befreien. Wenn dir das Ganze irgendwie nicht gefallen sollte, kannst du sogar zurückgeben mit einer Geld-Zurück-Garantie. Ich möchte dir hier nichts verkaufen in diesem Sinne, sondern ich möchte dir einfach Gutes, was funktioniert, ans Herz legen. Was hilft noch? Was tatsächlich auch hilft, ist, sich mit anderen Betroffenen auseinanderzusetzen, zusammenzutun. Hier gibt es zwei Aspekte. Vielleicht bist du jemand, der inspiriert ist durch den Mut der anderen. Vielleicht bist du aber auch die Person, die andere inspiriert, weil du vorausgehst. Vielleicht siehst du, oh, da sind noch so viele andere, die kämpfen noch mehr wie ich oder die haben die Schritte, die ich schon geschafft habe, noch nicht für sich erreicht. Und das führt dazu, dass du dich gepusht fühlst und sagst, okay, für mich selbst und für alle anderen gehe ich einen Schritt weiter. Ähnlich war und ist es bei mir, dass ich mir sage, ich kenne so viele Menschen, die leiden. Jede so eine Nachricht, die ich bekomme, die spornt mich an zu sagen, mach mehr, gib mehr zurück, zeig dich noch mehr, gib den Dingen eine Stimme. Und das tue ich natürlich auch in einem Tempo, das gut für mich ist, das mich nicht überfordert, Schritt für Schritt. Geduldig und dennoch mit einem gewissen Impuls und der Intention, weiter nach vorne zu gehen. Das Thema Scham. Schämen muss sich der, der dir das angetan hat. Und ich verstehe natürlich zutiefst, dass du dich schämst, dass du dich beschmutzt fühlst und dass es dir unheimlich schwer fällt, das Ganze auszusprechen. Aber verzeihen kannst du dir allemal. Denn und da bin ich mir ganz sicher, du hast in der Situation, in der du warst, das Beste gegeben. Und es gibt Situationen, da ist der Täter
die Situation, das Ganze drum und dran, so viel stärker als man selbst. Und da darfst du, da musst du irgendwann Frieden mit dir schließen und sagen, ich tue alles, alles mir in der Macht Stehende, um diese Verletzung zu heilen, um mich selbst anzunehmen. Und weißt du, der schnellste Weg daraus ist, dass du Ja zu dir sagst. Nur weil andere dich bekämpft haben, dir wehgetan haben, dich in den Schmutz gezogen haben, darfst du das jetzt nicht mit dir selbst weiter so machen. Lehn dich nicht ab. Sag Ja zu dir. Nur weil du beschmutzt wurdest und jetzt vielleicht nach diesem Beschmutzer stinkst, durch diese Tat dich schämst und schlecht fühlst, lehn dich deshalb nicht ab, denn du bist unschuldig. Ganz im Gegenteil, geh auf dich zu, auf diesen wunderbaren Menschen. Setz dich zu ihm. Ganz ehrlich, wenn du ein Haustier hast oder ein Wesen, einen Menschen, etwas, was du über alles liebst und der hat gerade gekotzt oder stinkt und dem geht's richtig mies, da würdest du doch auch einfach auf alles, da wäre dir doch alles egal. Du würdest hingehen und sagen, ich bin bei dir. Und zwar so lange, bis es dir wieder gut geht. Und komm, ich helfe dir, den Schmutz abzuwaschen. Komm, ich helfe dir auf die Beine. Und weißt du, dieser liebenswerte Mensch, dieses liebenswerte Geschöpf, das bist du. Du bist dir selbst am nächsten. Knie dich neben dich, nimm dich an die Hand, hilf dir selbst, den Dreck abzuwaschen. Hab unendlich viel Mitgefühl mit dir. Und weißt du, der sich schämen soll, der mal wirklich einen auf den verdient, das sind die, die dir das angetan haben. Und hau den Scheiß, der in dir ist, raus. In einen Boxsack, in ein Kissen. Verfluch diese Leute, gib diesen Scheiß zurück. Ich meine hier kein spirituelles Verfluchen. Ich meine einfach diesen ganzen Kotzkram, diesen ganzen Scheiß, den man bei dir abgeladen hat. Raus damit. Schick es dahin, wo es hergekommen ist. Befrei dich davon. Schämen müssen sich die anderen, nicht du. Befrei dich davon. Trag nicht diese Last, die andere zu tragen haben. Und gib dir Zeit dabei, immer ein Stück weiter, jeden Tag, arbeite jeden Tag an dir. Und wenn du nicht weißt, wie, schau, du findest diese Informationen in Büchern, du findest es natürlich auch in meinem Videokurs über diese YouTube-Videos, es gibt viele Ressourcen. Tue jeden Tag etwas für dich, damit du stärker wirst, damit es dir immer leichter fällt, Ja zu dir zu sagen und damit du dich von diesem Ballast, den du mit dir herumschleppst, den Ballast der Schuld, der Scham befreien kannst. Das ist mein Wunsch für dich. Und das geht. Das geht, das weiß ich aus meiner persönlichen Erfahrung, aber ich weiß es auch von vielen Menschen, die ich auf ihrem Weg begleiten durfte. Und dieser Weg ist ja oft ein schwieriger, aber es ist ein Weg, der gangbar ist. Und je mehr man übt, desto leichter fällt einem das Ganze auch. Vor ein paar Jahren hätte ich mich mir nicht träumen lassen, solche Videos zu machen. Und heute geht das ganz gut. Und ich bin unglaublich dankbar für eure Mails, für eure Kommentare und eure Bestätigung. Ihr, die ihr mir immer wieder sagt, das Ganze ist hilfreich. Das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Kraft, das gibt mir Inspiration. So gehe ich zum Beispiel meinen Weg. Hilfe ist da im Außen. Und sie kommt immer dann, je mehr wir uns zeigen, in kleinen Schritten, jeder in seinem Tempo. Ich danke dir für deine Nachricht. Ich danke euch allen für eure Offenheit in euren Nachrichten, in euren Kommentaren und bin dankbar, dass ihr da seid. Ohne euch wäre das Ganze hier nicht möglich. Gemeinsam geben wir diesem Thema eine Stimme und gemeinsam kreieren wir mehr Bewusstsein für das Dunkel, was immer noch unter uns lebt. Und man sagt, jede dritte Frau macht in ihrem Leben eine Missbrauchserfahrung, eine Erfahrung von Übergriff in den verschiedenen Maße. Jede dritte Frau fühlt sich als Frau nicht sicher. Und das kann nicht sein. Das verändern wir gemeinsam. Danke, dass du da bist. Und wie immer möchte ich dich bitten, wenn dir das Video gefallen und etwas gegeben hat, dann gib ihm gerne bitte einen Daumen hoch. Damit hilfst du diesem Kanal, mir und uns als Community sichtbarer und größer zu werden.
Teile das Video auch gerne mit Menschen, von denen du glaubst, dass diese Information genau richtig für sie in diesem Moment ist. Und wenn du magst, abonniere gerne diesen Channel und sei Teil dieser Community. Wenn du dich nicht zeigen willst mit deinem Gesicht und deiner Identität, dann leg dir einfach ein weiteres Google-Konto zu und dann kannst du auch anonym kommentieren, deine Geschichte erzählen, deine Meinung äußern und dem Thema und dem Guten in der Welt eine Stimme geben. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und ich freue mich auf dich im nächsten Video. Deine Ursula.